Freunde, ich mach gerade. Oh, da ist das Mikrofon. Komm hier. Patz! Freunde, das schon wieder Gebasso. Hier, das kann doch nicht sein. Also nochmal. Freunde, ich mache gerade innerhalb von 7 Tagen 7 Videos. Und wenn ihr die ersten beiden verpasst habt, dann ist der Link in der Infobox. Und ihr könnt nochmal zurückgehen zu den anderen ersten beiden Videos. Und heute sind wir beim dritten Video. Manuel González, mein Name. Und Freunde, wir müssen reden. Reden heißt nämlich dieses Mal, wir reden über ein ziemlich geiles Thema, nämlich Lesen. Ja? Also alle Leute fragen immer so, Bücher und irgendwie mehr lesen, schneller lesen. Und Manuel, du erzählst ja immer, du würdest bis zu drei Bücher pro Woche lesen. Wie machst du das? Glaube ich dir nicht. Ja? Und der Punkt ist, ich bin halt nicht besonders schlau. Ja? Ich bin auch nicht besonders gut aussehend. Das ist beides sehr offensichtlich. Ich bin nur einfach inzwischen an einem Punkt angekommen, wo ich verschiedene Dinge herausgefunden habe. Selber oder über Mentoren. Mentoren, sehr geiles Thema. Oder einfach über Freunde, die mir einfach einen Tipp gegeben haben. Und ich möchte euch heute gerne 3 Tipps geben, die mir, was das Lesen betrifft, unheimlich geholfen haben. 3 Wege nämlich, viel schneller zu lesen, um auch mehr zu lesen. Und das Spannende ist, ja, aber wenn man schneller liest, dann versteht man gar nicht mehr alles. Bullshit. Nämlich, wenn du schneller liest, verstehst du sogar mehr, weil dein Gehirn gefordert wird und du bist viel fokussierter bei der Sache. Und das ist eben sehr viel wert. Okay? Lasst uns anfangen. Punkt numero uno. Punkt Nummer 1, was das Lesen betrifft, ist, wenn du schneller liest, wortwörtlich lesen, dann hast du den Vorteil, dir mehr merken zu können. Also bist du auch viel, viel tiefer reingezogen und dann bist du auch in einem Flow. Und dieser Flow erlaubt dir in der Regel bis zu 6-mal so schnell zu lesen. Und das Ganze funktioniert über die Speed-Reading-Technik. Da hat Tim Ferriss zum Beispiel einen Blogbeitrag rausgehauen. Ich habe da auch schon mal was rausgehauen. Und wenn du einen konkreten Kurs haben willst, ein Freund von mir, Mirko, hat es auch schon mal als einen Kurs fertig gemacht. Das ist auf, ich habe den Link auf jeden Fall in die Infobox. Da könnt ihr draufklicken. Die Technik ist ziemlich simpel. Die ersten Punkte, so, die ich schon mal verraten kann, zum Beispiel ist, wenn du schneller lesen willst, du kennst das, du liest eine Seite bis zum Ende und merkst so, ach, damn it, jetzt habe ich die Seite gelesen, aber ich habe nicht aufgepasst, ja, und dann fängst du wieder von vorne an. Das ist einer der größten Fehler, den du machen kannst. Einfach mal nicht zurückspringen. Genauso in den Zeilen, wenn du einfach mit dem Finger mitfährst, kannst du viel schneller lesen, weil du nicht suchen musst, sondern du kannst einfach deinen Finger verfolgen. Das ist auch das Spannende, so funktioniert auch eben Speedreading, wenn du mehrere Wörter auf einmal blickst, statt mit der inneren Stimme jedes Wort auf einmal zu sagen. Also, anstatt mit dem Kopf innen drin mitzulesen, guckst du dir die Wortgruppen sogar nur an und kannst dadurch dann sehr schnell zu Ergebnissen kommen und die Seite eben quasi mehr oder weniger überfliegen. Aber weil du halt so fokussiert das Ganze machst, hast du es tatsächlich dann trotzdem verinnerlicht. Ich kann es innerhalb von 15 Sekunden nicht mal eben schnell erklären. Schau dir, wenn du magst, den Kurs an. Es gibt auch genug dazu im Internet. Go for it. Warum? Weil bis zu 6-mal, stell dir mal vor, ein Buch, wo du 6 Stunden brauchen würdest, kannst du auf einmal in einer Stunde inhaliert und du hast auch noch mehr gemerkt als vorher. Damn it, son, das ist richtig viel wert. Und das bringt uns auch schon zu Punkt Nummer 2 ist nämlich Audible. Also erstmal generell Hörbücher. Ja, warum? Weil Hörbücher, das Geile daran ist, dass du Hörbücher verwenden kannst in jeglicher Situation. Ja, ein Beispiel bei mir ist beim Sport. Ja, also viele, keiner glaubt es mir, ja, weil ich übergewichtig bin, aber es ist tatsächlich so, ich gehe fast jeden Tag zum Sport und Leute, die mit mir Zeit verbringen, die können das auch bestätigen. Und der Punkt ist, beim Sport, manchmal höre ich einfach Musik, um mich voll auf die Übungen zu konzentrieren, aber sehr oft höre ich einfach auch Hörbücher und diese Hörbücher helfen mir dann halt voll auch in dem Moment wirklich voranzukommen mit dem Lernen, auch mit den Thematiken, mit denen ich mich auseinandersetze. Andere hören vielleicht auch Podcasts oder so und generell, du kannst dann da zum Beispiel mit iTunes oder so, kannst du nicht so gut vorspulen. Mit Spotify glaube ich auch nicht, kannst auch nicht auf mehrfacher Geschwindigkeit hören. Aber, und das ist eben auch der Tipp, den ich dir konkret geben möchte, mit Audible kannst du tatsächlich doppelt so schnell und, wenn du es dann gelernt hast, doppelt so schnell zu hören, 3-mal so schnell hören. Man könnte jetzt meinen, ach nein, damn it, das versteht man ja gar nicht. Aber man versteht es. Einer der Gründe, warum ich so schnell rede, ja, Leute sagen mal, red doch mal langsamer, ist, weil ich auch immer so schnell höre. Wenn ich lese, lese ich so schnell. Wenn ich Hörbücher höre, höre ich so schnell. Das ist immer so patz, patz. Ja? Und dadurch, dass das eben so schnell geht, gewöhne ich mich auch voll an genau dieses Tempo. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich so schnell rede. Und das macht es für mich auch dann, wenn man erst einmal auf doppelter Geschwindigkeit gehört hat, ist es auch kein so großer Sprung mehr auf dreifache Geschwindigkeit. Jetzt stell dir mal vor, ein Buch, ja, was du normalerweise in 16 Stunden lesen würdest, ja, das kannst du auf einmal innerhalb von einem Rutsch an einem Nachmittag durchlesen, ja, also hören. Oder ein Buch, was vielleicht meinetwegen 9 Stunden gedauert hätte, kannst du mal eben schnell am Tag, wenn du einen weiten Arbeitsweg hast, auf dem Weg hin und zurück komplett einmal hören. Wahnsinn, ja. Und so hast du schon die Möglichkeit sogar, ein Buch am Tag zu hören. Es gibt viele Bücher, die gehen 4 Stunden nur, weil man sie hört. Und dann hast du die ja quasi in 1,20 schon durch. Ja, das ist der Arbeitsweg bei vielen Leuten hin und zurück. Und deswegen, just do it. Und du hast auch, und das ist das Schöne, wenn du das Gefühl hast, so, ich kriege jetzt vielleicht doch nicht mehr so viel mit. Und selbst wenn, dann hörst du das Buch halt einfach 3-mal durch in der Zeit, wo jemand
anderes, es einmal durchhört auf normaler Geschwindigkeit. Und das macht es eben so wertvoll. Nicht vergessen, trotzdem Notizen zu machen. Ganz wichtiger Punkt. Entweder wirklich schreiben oder, wenn du gerade nicht schreiben kannst, weil du zum Beispiel Auto fährst, einfach Notizen in Audioform machen. Zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten an eine Gruppe schicken, in der nur du drin bist. Kann man zum Beispiel so machen. Sprachnachrichten meine ich natürlich. Und es bringt uns auch zu Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 3 ist nämlich, dass du einfach die Bücher skimmst. Ja? Also Skim-Reading, das ist nichts anderes, als dass du die Bücher überfliegst. Anstatt wirklich jede Seite sauber zu lesen, von oben bis unten, bist du einfach bemüht, die Überschriften und vielleicht so die ersten Zeilen zu lesen. Das nennt sich F-Schema. Das kannst du dir mal vorstellen. Das ist einfach, du liest halt eine Zeile, eine andere Zeile halb und dann skimmst du runter. Dieses Skim-Reading, das beschreibt einfach, wie du durch diese Bücher fliegst und wenn du merkst, oh, diese Passage ist wichtig für mich, dann liest du dir die vielleicht sogar durch und alles andere überfliegst du nur, um quasi eine Zusammenfassung, eine Summary aus Headlines zu haben. Würde ich nicht allzu sehr empfehlen, aber wenn du bei einem Buch zum Beispiel nicht sicher bist, ob es gut ist oder nicht, dann kannst du skimreaden und danach erst lesen, weil so verstehst du schon mal, worum es geht und ob das eine gute Richtung ist oder nicht. Das sind drei Möglichkeiten, wie du sehr schnell lesen kannst oder, und das ist eben auch ein wichtiger Punkt, ab und zu setz dich einfach mal hin und hör oder lies ein Buch auf normaler Geschwindigkeit und komm einfach in den Moment und lass dich halt einfach mal fallen. Weil es ist nicht immer alles ein Wettrennen auch. Ne? Und deswegen, ich hoffe, das ist ein gutes Schlusswort für euch alle da draußen. Wenn ihr die anderen beiden Videos verpasst habt, Links in der Infobox. Wenn ihr die nächsten Videos sehen wollt, die nächsten 4, dann bleibt einfach dran, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von Speedreading haltet, ob ihr Speedreaden könnt und wie viel Geschwindigkeit bei Audiobooks ist und ob ihr schon mal drüber nachgedacht habt, zum Beispiel auch ein YouTube-Video auf doppelter Geschwindigkeit zu schauen. Was bei mir inzwischen auch schon seit, glaube ich, Jahren, also mindestens Monate, aber ich glaube sogar seit Jahren Standard ist. Und nicht, weil ich cool bin, nicht, weil ich irgendwie besonders smart bin oder so, sondern weil man es einfach lernen kann, wie alles andere auch, die Welt schneller zu konsumieren und damit mehr Zeit zu haben für andere Dinge oder mehr zu schaffen in weniger Zeit. Wie du magst, alles, was du machst, ist deine Entscheidung und du entscheidest dich richtig, weil du bist du. Bis dahin wünsche ich dir erstmal viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ja? Grüße aus Las Palmas de Gran Canaria, wo die Sonne so warm ist, dass ich eigentlich meinen Pulli jetzt mal ausziehen müsste. Ja? Bis dann. Ciao.